Willkommen zu einem neuen Vlog von mir, was jetzt auch schon wieder gefühlt 2000 Jahre her ist, seitdem ich das letzte Mal gesagt habe. Auf jeden Fall wollen wir diesmal nach Amerika fliegen, und zwar in die Stadt New York. Und falls ihr dazu auch noch Fragen haben solltet, schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Auf jeden Fall wünsche ich euch jetzt dann ganz viel Spaß bei diesem Vlog. Let's go! So, wenn man noch müde sein sollte, dann kann man sich hier einmal in Napcaps ausruhen. Aber wenn man das Ganze bucht, muss man auch dazu bedenken, ist auch kein Schnapper. 34 Euro pro Stunde. So sieht jetzt zum Beispiel so ein Bett aus. Dann gibt es hier auch noch einmal am Flughafen Self-Check-In-Terminals. Also man kann hier auch selbst einchecken von zum Beispiel United Airlines oder auch noch anderen Fluggesellschaften, die hier so dran stehen. Und da vorne sind dann auch noch Self-Check-In-Terminals. Guck mal, Leute, und hier vor uns an den Monitoren gibt es hier einmal einen USB-A-Anschluss und daneben auch einen Kopfhöreranschluss. Und dann gibt es hier gefühlt tausende von Filmen. Ja, die kann man hier auch noch von A bis Z auflisten, also aufgelistet sehen. Ja, wie gesagt, gefühlt tausende von Filmen. Also da wird einem auf jeden Fall nicht langweilig auf seinem Flug. Dann gehen wir mal hier wieder ins Menü. Und man kann ja auch noch einstellen, dass man einmal seine Flughöhe und die Geschwindigkeit, mit der man aktuell fliegt, sieht. Und dann kann man das Ganze auch noch in Grad Fahrenheit, Grad Celsius, Meilen und Kilometer einstellen. Und man kann auch seine aktuelle Flugroute sehen, also wo man aktuell lang fliegt. Und ich finde auch gut, man kann die Sprache auch von Englisch auf Deutsch einstellen. Und dann möchte ich euch noch einmal zeigen, wie viele Spiele es hier drauf gibt. Also da wird einem auf jeden Fall nicht langweilig, kann man seine Zeit schön überbrücken. An die Verpflegung an Bord wird natürlich auch gedacht, wie jetzt Snacks oder in dem Fall Mittagessen. Jetzt sind wir nach fast 9 Stunden Flug nonstop an unserem Hotel Rio Plaza Manhattan Square angekommen. Und jetzt wollen wir doch einfach mal schauen, wie unser Zimmer aussieht. Hier werden wir dann im Hotel in unserem Raum 1805 angekommen. Wenn man dann hier einmal links reingeht, dann sieht man hier schon mal das Bad. Ich will mal kurz rein. So sieht das Ganze aus. Genau, das war das Bad. So, dann, wenn man hier weitergeht, dann sieht man hier einmal noch die Betten mit jeweils einem Nachttisch daneben. Und ja, gegenüber ist auch der Fernseher. Und dann steht hier noch eine kleine Couch und gibt es noch einen Tisch, und das hier wäre dann unsere Aussicht. Das hier wäre dann noch die Lobby vom Hotel, das hier das Restaurant. Zum Frühstück gibt es hier einmal ein bisschen Joghurt mit Früchten, Aufschnitt, Gemüse und so weiter, Müsli und noch ein bisschen was Warmes. Hier stehen wir jetzt am One World Trade Center. Ist auch schon ein mächtiges Gebäude.
Da oben sind wir gleich drauf. Da ganz oben ist schon krass. Auch vor allem wie die Spitze vom World Trade Center wie ein Dreieck aussieht, das in den Himmel sticht. Sieht schon krass aus. Also was wir da gleich für eine Aussicht haben werden, ist schon, denke ich, krass. Werde die Jahre gleich noch sehen. Noch als kleiner Hinweis zum Center, man kann die Tickets auch direkt vor Ort kaufen, statt sie jetzt im Vorab zu buchen. So, jetzt stehen wir hier am Memorial Denkmal von 9/11 und hier stehen alle Toten drauf, die bei dem Unglück am 11. September 2001 ums Leben gekommen sind. Ist schon traurig. Dann ging es für uns auch schon rein. Hinter der Sicherheitskontrolle gelangte man dann durch diesen Durchgang zu den Fahrstühlen. Dann, als wir eine Höhe von ca. 410 Meter erreicht haben und wir aus dem Fahrstuhl rauskamen, wurde uns erstmal ein Film abgespielt über New York, der ca. 3 Minuten geht. Das ist dann die Sicht auf die Stadt. Übrigens, um zu verstehen, welche Gebäude man überhaupt vor sich sieht, bekommt man im Center noch so ein Tablet. Leute, was es hier auch gibt, wenn man hier die Treppe einmal hochgeht, dann ist hier einfach so eine Plattform, da sieht so aus, als ob man direkt über New York wäre. Also ist alles natürlich nur animiert, sieht aber trotzdem cool aus. Und dann sind wir auch schon wieder mit dem Fahrstuhl nach unten gefahren. Und an den Wänden, wie das alles animiert wird. Also ist schon eine coole Erfahrung. Ist auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Wenn ihr mal die Möglichkeit habt, irgendwie nach New York zu fliegen, geht auf jeden Fall aufs One World Observatory, ja, auf die Aussichtsplattform im One World Trade Center, OneWTC. Ist wirklich meine Erfahrung wert zu sehen. So, nachdem wir uns jetzt einmal das One World Trade Center angeguckt haben, sind wir zum Rockefeller Center mit der Linie 1 der Subway gefahren. Jetzt wollen wir uns einmal angucken, wie das Center von drinnen aussieht. Doch vorher haben wir uns den Brunnen angeschaut und danach die Eis- bzw. Skatingbahn. Hier im Winter ist ja sonst die ganz bekannte Eisbahn, aber jetzt wird hier, denke ich mal, eine Skatingbahn oder so gebaut, weil es ja nicht das entsprechende Wetter zum Eislaufen. Dann am zweiten Tag haben wir uns einmal mit der Fähre eine Fahrt nach Liberty Island zur Freiheitsstatue gebucht und nach Ellis Island. Doch bevor wir überhaupt zur Fähre konnten, sind wir erstmal mit der Subway zum Battery Park gefahren. Dort haben wir erstmal ein Fischkarussell gesehen, wo eine Fahrt einfach 6 Dollar kostet. Und dann sind wir mit der Fähre rüber zur Liberty Island gefahren. Und
dann sind wir auch schon wieder rüber nach Manhattan gefahren. Und direkt am nächsten Tag haben wir uns eine Bootsfahrt gebucht. Eine 2,5-stündige, die einmal über den East River geht, hinten um Manhattan rum. Und dann fährt das Boot wieder den Hudson River rauf. What we do here is go back, 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 back. Unter der George Washington Bridge kommt man dann auf den Hudson River und es ging wieder zurück. Dann einen Tag später sind wir mit der Subway zum Central Park gefahren. Guck mal Leute, die Fahrbahn, die hier durch den Park durchführt, ist einmal unterteilt in Fußgänger-Radfahrweg und dann gibt es auch noch einen extra Weg, wo die Autos langfahren können. Übrigens, die Belvedere Castle, wo wir als nächstes drauf fahren, ist ein richtig schöner Aussichtspunkt, um die Skyline zu fotografieren. Von dem Belvedere Castle aus sind wir dann einmal am Bethesda Brunnen vorbeigekommen, durch die Mall and Literary Walk gegangen. Und wo wir auch staunen mussten, dass es im Central Park so viele Eichhörnchen gibt. Also mehr als in Deutschland. Zumindest habe ich hier noch nie so viele gesehen wie dort. Dann nach dem Besuch im Central Park fahren wir noch in Chinatown. Und am letzten Tag sind wir auch wieder mit der Subway zur Wall Street gefahren. Als erstes sind wir hier am Trump Building vorbeigegangen. Dann am Trump International Hotel. Als nächstes waren wir bei der Tauschbörse von Manhattan. Der Stock Exchange Börse. Und nebendran stehen übrigens aktuelle Aktienkurse auf so einer Anzeigetafel. Und dann waren wir noch beim Bullen. Der steht übrigens für die ganzen steigenden Aktien. Wenn man dann von hier in den Flughafen EWR reinkommt, dann steht hier auch noch einmal passend zu seinem Flug die passende Flugnummer, der passende Gate und wenn es etwas zu diesem Flug anzumerken gibt, dann wird das hier auch mit angegeben, also steht auch mit dran. Und was ich auch noch gut finde, dass hier alle Flüge, die hier draufstehen, alphabetisch aufgelistet sind. Und während man dann auf seinen Flug wartet, kann man sich hier auch hinsetzen. Ja, es sind genügend Möglichkeiten da. Und auf den ganzen Metallboxen, auf jedem Tisch, den ihr hier seht, sind auch jeweils links und rechts zwei USB-Anschlüsse dran. Also man kann da sein Handy, Laptop und so weiter aufladen. Und dann ging es für uns 8 Stunden, am Anfang waren es ja 9 Stunden, diesmal 8 Stunden, ging es für uns dann zurück nach Hause.